Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Projekt Hühnerstall. Ich hoffe, euch schlafen die Zehennägel noch nicht ein, da dieses Projekt schon so oft vorkommt, aber jetzt ist das Ende in Sicht. Wir werden hier eine Lampe montieren. Mit den Farben beim Anschließen gehe ich immer so vor, ich gestalte mir die Regenbogenfarben. Also das muss, ich muss, nein, Scherz natürlich. Also ich schließe mir das so zusammen, wie es gehört. Als freiberuflicher Fachelektriker habe ich natürlich das passende Werkzeug parat. Das Plastik immer gleich auf die Seite geben. Jetzt werde ich mir die Klemmen zuerst auf der Lampe montieren. Auch die Masse zwicke ich ein wenig ab, klemme rauf. Da werde ich mir hier ein Loch bohren. Jetzt kommt Erde in Erde, Blau in Blau. Schauen wir, ob sich diese zwei Farben verstehen. Jetzt hier das. Ich muss es mit dem auf gerade drehen, sonst sehe ich das nicht genau. Wie schaut das aus? Na, gell? Ein wenig so, oder? Ist das gerade? Das ist nicht gerade, wohin? So, das sollte jetzt gerade sein. Jetzt nehme ich das wieder vorsichtig herunter. Also das ist zum Bohren nicht günstig gemacht. Jetzt habe ich das Ganze noch mit Leinöl eingelassen. Jetzt hat das einen schönen Glanz, es tropft ein wenig, vielleicht ein wenig mit einem Taschentuch abtropfen und fertig ist es. Man sieht zwar fast gar nichts von dieser wunderschönen Lampe, aber so ist es oft. So ein Hühnerstall braucht natürlich auch ein wenig Schmuck und Zierde. Jetzt habe ich hier eine 10 mm Gewindestange durchgebohrt. Auf der Innenseite ist schon eine Beilagscheibe und eine Mutter. Und hier kommt jetzt das Wagenrad drauf, denn es soll ja halten. Also es soll sturmsicher sein. Man bringe mir das Wagenrad. Normal sollte jetzt ein Engelschor singen, leider. Perfekt. So, holst das du? Ja. Wenn jetzt ein starker Wind gehen würde, würde der ganze Hühnerstall wegfliegen, aber das Rad würde noch immer hier sein. Dieses Fenster ist jetzt die letzte Arbeit, dann ist der Hühnerstall eigentlich fertig, dann können die Hühner jetzt einziehen. Es ist eigentlich schon fast geschehen. Hoffentlich funktioniert das so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das sollte jetzt alles leicht herausgehen. Hat eigentlich geklappt. So, jetzt halte ich das gerade her und meine Freundin wird das anzeichnen, wo es gebohrt gehört. Auf der Seite oben. Noch ein bisschen. Ja. Okay, passt. Es muss sich vorsichtig bohren, damit der Ziegel nicht gleich hier wegspringt. Das jetzt hier oben nur einmal anhängen, dann kann ich es noch besser ausrichten. So,
schaut jetzt richtig so aus. So, die letzte Schraube. Projekt Hühnerstall ist jetzt fertig. Nur eine kleine Zusatzinfo. Dieses kleine Türl habe ich mal gefunden und das habe ich hier auch montiert, damit mir die Ziegen nicht zu diesem wunderschönen Birnbaum gehen können. Also wunderschön. Daher habe ich hier dieses kleine Türl noch montiert und diesen Restzaun, den ich hatte. Die Hühner können unten durch, aber die Ziegen können nicht den Baum beschädigen. Das war der Plan. Dazu nehme ich ein Teil Sumpfkalk und 3-4 Teile Wasser. 1, 2, 4 und ein bisschen 4. So. Und jetzt wirle ich das durch. Diese Kalkfarbe werde ich jetzt mit einer ganz normalen Bürste auftragen und wenn eine Feuchte eine gewisse immer entsteht, wird dieser Kalk antibakteriell. Also es ist überhaupt in Hühnerställen oder wo Tiere gehalten werden, Nassräumen, WC, Bad, Badezimmer, eher wie WC, ist es sehr sinnvoll mit so einer Farbe zu streichen. Wenn man wild planscht und alles wird nass, ist das die perfekte Farbe. Jetzt kehre ich das noch aus, dann wird gemalt, geweißend. Zum Glück bin ich so gelenkig. So, jetzt werde ich circa so einen halben Meter hoch, werde ich alles kalken. Ich hoffe, das ist genug. Richtig weiß wird es erst, wenn die Farbe, also wenn das Wasser verdampft ist. Und es bleibt nur noch der Kalk über. Man sollte auch schauen, dass sowas nicht ins Auge spritzt. Also eine Schutzbrille wäre nicht allzu schlecht. Jetzt gehört auch der zweite Stahlgestrich, also das zweite Abteil. In der Zwischenzeit werde ich euch ein paar Wände zeigen, die ich nur reingekalkt habe. Und damit man das Ergebnis dann sieht, wie es auf einer fertigen Wand aussieht. Ich werde trotzdem zeitgleich hier weiter weißnen. Das werdet ihr jetzt sehen. Ich habe nämlich eine schwebende dritte Hand und der gebe ich einen Befehl und die arbeitet weiter. Ich werde euch das jetzt zeigen. Viele sind mir neidisch wegen dieser schwebenden Hand, denn somit kann ich viel mehr Arbeitsleistung bringen als normale Menschen, weil ich eben diese Hand habe. Ich werde euch das jetzt zeigen mit meiner schwebenden Hand. So, jetzt übernimmt die schwebende Hand und die schwebende Hand wird weitermalen. Diese Wand hier zum Beispiel ist reiner Sumpfkalk und ohne Zement verputzt, also nur mit Kalk. Auch bei den Tieren, auch bei der Ziege und beim Schaf ist der Putz rein mit Kalk, also mit Sumpfkalk und Sand. Hier hätte ich besser ein wenig Zement dazugeben sollen. Hier reiben die Tiere das ab, weil es einfach zu weich ist. Das kann man leicht wegkratzen. Aber geweißnet auch nur mit Sumpfkalk. Also mir gefällt das. Mir gefällt das auch, wenn die Wand ein Leben hat. Also da habe ich Ziegel, Restziegel von der Deponie genommen und auch hier ohne Kalk, ohne Zement, sehr weich alles. Ja, ist sehr weich. Die Hühner kommen jeden Moment, also viel schneller als ich geglaubt habe. Jetzt muss noch diese Wobelspäne noch in den Hühnerstall hinein, das werden wir gleich machen. Thank you.
Der Wind geht sehr stark. Hier kann man sehen, wie schön weiß dass der Kalk über Nacht geworden ist. Wilma Glauser, jetzt haben wir den Hund rausgesperrt, weil nicht, dass die Hühner gleich wieder weg sind. Also ich meine als Zwischenmahlzeit. Ah. Was ist denn? Das ist ein Königssperber. Ja. Das ist ein Sperber und das da hinten, das weiß ich, ist ein Süßex. Okay. Also, sie sind noch etwas geschreckt, so weit klar. Und jetzt geben wir noch Wasser rein und Futter. Und heute den Tag lassen wir sie im Stall eingesperrt und morgen lassen wir sie dann raus. Futter habe ich in diese Schüssel gegeben, da muss ich aber noch was machen. Und hier kommt jetzt mal Wasser hinein. So. Wie gesagt, einen Tag bleiben sie jetzt im Stall. Angeblich wissen sie dann nachts wieder, dass sie hinein müssen. Natürlich sind sie noch etwas nervös und aufgeregt. Wie gesagt, ich war schon lange bei keinem Friseur. Das wird mitunter der Hauptgrund sein. Aufgrund des blitzartigen Einzugs der Hühner muss ich jetzt meine anderen Arbeiten stehen und liegen lassen und konzentriere mich auf die Fertigstellung der Inneneinrichtung für den Hühnerstall. Also quasi das Wohn-, Schlaf-, Ess- und auch die Hygiene, also WC, Badezimmer ist eher unter dem Hühnerstall. Unter dem Hühnerstall habe ich so Platz gelassen, also die Luft und da ist Erde und Sand und da können Sie sich dann das Federkleid reinigen. Ich habe jetzt im Internet nachgeforscht und 35x35 sollte so ein Legenest für die Hühner sein. Dann nehme ich mir mein Musterstück, damit alle gleich lang werden, sind die aufrechten und oben das lange habe ich schon geschnitten. Jetzt habe ich mir die Leisten, an die ich die Bretter alle anschraube, geschnitten. Wenn ich irgendetwas zuschneide, bleiben mir immer so Reststücke über. Die schneide ich gleich immer auf so 2,5 cm Streifen, hobel sie mir aus. Und so 2,5 mal 2,5 oder 2 mal 2 Leisten braucht man ganz häufig und sowas habe ich immer stehen. Und wenn ich schnell sowas brauche, muss ich nur zugreifen und ich habe es. Jetzt bohre ich mir das alles so vor. Ich bohre natürlich so, dass 2 Schrauben dieses Brett halten und 2 Schrauben das andere Brett. Dann lege ich mir das so auf. Meine Bohrer gehören unbedingt geschliffen, aber die Zeit für sowas nimmt man sicher nie. So, jetzt reiße ich mir hier an. Hier kommt das Brett her. Somit muss eine Leiste genau an den Strich kommen. Das geht relativ flott. Und jetzt kommt zweimal das. Hinten bündig, in der Mitte ist ein wenig Luft. So würde ich das jetzt gestalten. Die bohre ich mir dazu auch vor. Da reiße ich mir hier mit demselben Holz reiße ich mir die Breite an, dann kann ich schön in der Mitte bohren.
Jetzt nochmal vor. Man kann das auch nageln, natürlich, kein Problem. Aber mit Schrauben ist es deutlich einfacher. Hier auf diesen filigranen Sachen jetzt mit dem Hammer herumzudreschen, da hätte ich Angst, dass das wieder auseinanderfällt. Das habe ich mir jetzt unlängst wieder geschmiert. Das läuft wie bei einer neuen Maschine. Da unten ist ein Kugellager. Und wenn man das immer pflegt, hat man eine Freude mit der Maschine. Und wie immer, die Maschine läuft noch aus und wir sind schon wieder auf unserem Werkstück. So, so kommt das her. Auf dieser Seite werde ich es bündig nehmen und hier schneide ich den Rest mit der Handsäge ab. Also einmal hier befestigen. Hier werde ich aber einen Nagel geben. Ah, oder? Da geht es mir jetzt wieder um das, man sieht es ja hier. Da drinnen sieht man die Nägelschrauben nicht, aber hier schaut es eindeutig schöner mit. Ja, hier muss ich einen Nagel einschlagen. Für die Hühnerleiter habe ich mir diverse Äste geholt. Mit denen werde ich jetzt die Leiter zusammennageln. Jetzt schneide ich mir alles zu. Dann werde ich es mir mit der Heinzelbank, mit der Schnitzbank, die Rinde abziehen. Und dann wird das zusammengenagelt und fertig. Kann ich mir hier höher einstellen? Ich schwitze jetzt schon ein wenig, das heißt, Fitnessstudio brauche ich dieses Jahr wieder nicht gehen, dank der Schnitzbank. Jetzt habe ich mir die Sitzstange einfach auf den Boden gelegt, unten halbwegs gerade. Und wenn die schön liegt so, dann wird die auch nicht windschief stehen. Hier lasse ich ca. 40 Luft. Hoffentlich werden die Hühner nicht allzu dick, sonst sind die Stangen zu schwach. Hier kann man dann die Eier abnehmen. So, hier steht jetzt die Hühnerleiter. Ich hoffe, das passt so. Was sagt ihr da dazu? Ah, sie hat sich schnell an das Nest gewöhnt. Hoffentlich legt sie gleich 5 Eier und es schlüpfen gleich kleine und alles. Hier hinten muss ich ein Brett geben, sonst fällt die Säge, die Hobelspäne immer heraus. Jetzt habe ich mir hier eines zugeschnitten. Die werde ich hier anschrauben. So.
Die Hühner haben jetzt die zweite Nacht hier verbracht und jetzt werden wir mal schauen gehen, wie es ihnen so geht. So, schaut alles sehr gut aus. Jetzt werde ich den Schieber öffnen. So, jetzt gebe ich ihnen Wasser frisches. Jo. Sehr frisches Wasser. Da. Brav. Wilma. Auf den Hund muss man noch echt etwas Acht geben. Er sieht in den Hühnern ein Spielzeug. Die Hühner lasse ich jetzt noch eine Weile. Sie werden eine Zeit brauchen, bis sie wieder hinausgehen. Werde ich mal die Tür dazu machen. Die Hühner sind jetzt circa schon einen Monat bei uns, haben sich sehr gut eingelebt. Also sie fühlen sich wie zu Hause. Es ist 19.30 Uhr. Ich werde ihnen jetzt sagen, sie sollen schon langsam schlafen gehen, denn morgen ist auch ein Tag. Hineingehen will ich jetzt nicht. Das ist doch irgendwie ein Privatraum. Ja. Schauen wir hinein, es ist keiner drinnen. Hier legen sie die Eier hinein. Also wir verabschieden uns jetzt bei euch, oder? Verabschieden wir uns? Komm her! Wir sagen danke, gute Nacht, bis zum nächsten Mal, schlaft gut und das war's, oder? Abonnieren, gefällt mir, bis nächsten Donnerstag. Schiff ahoi! Ja.